Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wo? Aktuell noch am Dunnethead. Also in Schottland. Ja, richtig. Und wir wollen weiter, wir wollen von diesem Leuchtturm da. Muss ich euch den auch noch zeigen? Ja. Zum nächsten Leuchtturm und noch vieles mehr an der Ostküste Schottlands. Das gibt's in diesem Video. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand, my favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight, this can't be a surprise, I think I'll let it slide. So, da sind wir beim nächsten Leuchtturm hinter euch. Also, zur rechten Seite steht da. Wir haben ein Schnittchen gemacht. Wir haben Getränke bei. Wir wollen hier ein bisschen umherwandern, weil auf der anderen Seite gibt es auch noch richtig schöne Aussichten. Und was wir jetzt hier zu sehen bekommen, tja, das werden wir gleich mit euch zusammen erkunden. Und ja, wir machen auf jeden Fall eine schöne Wanderung wieder. Das hat uns nämlich das letzte Mal gut gefallen und das machen wir jetzt wieder. Gut, möchtest du sonst noch was sagen? Nee, mal dann gucken, wir was jetzt. Wir hier so sehen. Bella. Lost in the city light, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone, you make me feel at home. In the neon glow, as the leaves change color. Was für eine geniale Küstenformation, muss man hier sagen, glaube ich. Ja, es ist wirklich super schön. Der Besuch, der lohnt sich auf jeden Fall. Die Wanderung hier ist total entspannt und ganz toll. Also gut, klar, heute ist natürlich auch schönes Wetter. Wir haben wenig Wind oder relativ wenig Wind. Also aktuell haben wir gerade gar keinen Wind.
Sonst kommt immer was auf, aber ja, es geht eigentlich. Also besser als halt am Dunnethead, da war es windiger. Oh ja. Hier geht es gerade richtig. Und es ist schön angenehm, wie gesagt, der Platz hat keinen Stellplatz. Also ihr könnt hier nicht übernachten. Nein. Sondern ihr, wenn, müsst ihr weiter rausfahren. Da irgendwo ist ein Campingplatz, das geht wohl. Ja, aber direkt am Leuchtturm leider nicht. Wir werden jetzt, glaube ich, ja, es ist 12 Uhr. Machen wir jetzt schon Brotzeit? Ja, ich denke schon. Wir werden jetzt uns ein schönes Plätzchen suchen und da schön eine Festbar machen. Schön mal was trinken und dann geht das wieder in Richtung zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer es gewesen sind. Vielleicht 3 oder ne. Das werden wir jetzt ganz einfach mal zurückmessen. Dann können wir es einblenden. Genau. Und ja, ihr, wenn wir jetzt Festbar machen, bekommen jetzt nochmal richtig schöne Szenen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und dann melden wir uns vom nächsten Örtchen. Wir wollen noch ein bisschen weiter, vielleicht zum Castle. Mal gucken, ob das was wird. Schauen wir mal. Immer die Ostküste entlang. Idealerweise schaffen wir die Ostküste einmal rum, damit wir morgen, wenn schon schlechter ist, Richtung Iverness oder Inverness wieder kommen. Genau. Und dann schauen wir, was uns alles so weiter hier ergibt. Genau. Also jetzt verspannen. Verspannen. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me where. Damn, I'm a long way home at a split road. Gotta make a choice, do I sober up? Am I tryna keep it going to be continued? Or am I tryna lose? Gonna get over now. I don't think I wanna leave at a tough week. Gotta realize this is what I need. Don't got the time to be counting sheep. It's too late, I'm in too deep. Don't wanna contemplate, overcomplicate this. And I made my choice, wanna see what's going on. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, I'll be there. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me when. Just tell me when. Ay, oh no. 머뭇거릴 시간 없어. 필수적인 this is my only answer. Yeah, my body keeps telling me go. Wanna be stacking towers from downtown. I'll be on a roll. Money soaking, it's a rush hour. This, that, overtime, champagne shower. Step back, skip lines, yeah, I'm never going cold. 어디 어디 가야 해, 알려줘. Don't wanna contemplate, overcomplicate this. And I made my choice, wanna see what's going on. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, I'll be there. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me where. On my way, my ETA is ASAP. No way I'ma miss this. Pool party time to get late. About to go down, match my can go try to. Where we tryna go? Choose our bonnet draw. Where we tryna go? Body bonnet. Oh shoot. Okay, I got it. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. Auf geht's wieder zur Single Track Road. Route zu KW1 starten. Erste Kalenderwoche. Wir fahren schon wieder in zur ersten Kalenderwoche. 2,7 Kilometern links abbiegen auf A99. Ja, diese schlechten Straßen. Hier klappert alles. Kennen wir ja schon, ne? Ja. Auf jeden Fall haben wir euch, glaube ich, jetzt nochmal richtig geile Szenen gezeigt. Und jetzt wissen wir auch, was wir da für Vögelchen hatten. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie die heißen. Lummern irgendwas. Trottellummern. Trottellummern. Genau.
Also, Dankeschön. Das war echt jetzt super. Also Puffins haben wir keine gesehen. Nein. Das war ja so vielleicht ein bisschen der Wunsch, weil man dies, es könnte mal Puffins sehen. Ist jetzt nicht der Fall gewesen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir wollen eh noch mal nach Norwegen. Dann können wir uns da Puffins anschauen. Richtig. Aber wir haben Trottellummern gesehen. Das ist ja auch was Besonderes, weil in dieser Masse. Und es lohnt sich wirklich, hierher zu fahren. Nicht zum Übernachten, das ist halt nicht möglich, direkt am Leuchtturm. Da von vorne kommt ein Auto, wenn ich das richtig gesehen habe. Jo, hier ist es auch relativ gut zweispurig. Warum fährst du da hin? Tja, keine Ahnung. Er meinte halt unbedingt in der Kurve stehen zu bleiben, wo es eng wird. Naja. Egal. Es war ein Niederländer, der den Gift. Tja. Wir fahren jetzt zu einer Burgruine. Die ist 35 Minuten von hier entfernt. Da schauen wir mal, was das wird. Und ja, ihr seht jetzt noch ein paar Landschaftsaufnahmen. Und dann melden wir uns von dort wieder. So machen wir das. Jetzt stehen wir unten an der Nordsee. Glasklares Wasser erwartet uns hier. Wunderschön, wirklich. Schaut es euch an. Es ist ein Steinstrand, ja. Um uns herum die Klippen. Wir wollen ja nicht baden. Nee, nein, das wollten wir nicht. Nee, wir wollten das hier mal genießen und das können wir hier, glaube ich, sehr gut. Ja, ist richtig schön. Wir können nachher nochmal woanders hingehen. Ja, wir sind hier in der Nähe einer Schlossruine, die selber geschlossen ist. Es ist aber die Möglichkeit, da wohl ein bisschen umherzuschauen. Ja, die Bauarbeiten sind da im Moment. Das werden wir natürlich auch tun, werden euch ein paar Impressionen zeigen. Aber ich finde, allein das sieht schon hammer aus. Wenn es jetzt so richtig schön warm wäre. Ja, das wäre schon. Das wäre genial. Dann könnte man da reingehen, ne? Aber ja. So. Nee, nie und nimmer. Das sieht schon echt schön aus. Naja, wir genießen das mal. Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since. And I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours. Sweet memories turning sour. And yeah, I said that I'd forget all these memories in my head. But it's the only thing I have left. I keep my hopes up. One day you'll show up. Tell me that you love me again. I say I'm sorry. You'll come and hug me. But I know that it's all in my head. Cause you're gone. Yeah, you're gone, you're gone, you're gone. And I was wrong thinking you might come along. I'm sorry.
unseren Schlafplatz haben wir jetzt entdeckt. Genau, unser Ausruhplatz bei Park4Night. Allgemein, ihr habt es wahrscheinlich jetzt in den ganzen Folgen schon überhaupt mitbekommen. In der Videobeschreibung sind die Links zu Park4Night hinterlegt. Also ihr könnt da direkt draufklicken und dann kommt ihr hin. Also keine GPS-Daten oder sonstiges. Ich war faul in diesem Urlaub und habe mir gesagt, ich packe den Link rein. Bis jetzt waren es auch immer Park4Night-Plätze, wo wir auch waren. Also selbst die Campingplätze sind bei Park4Night. Und so auch in dieser. Hier passen auf jeden Fall zig Wohnmobile hin. Angeln ist aber strengstens verboten. Genau, ich kann euch das mal kurz zeigen. Also da passen die Wohnmobile alle hin. Und da habt ihr einen schönen Fluss, aber am Angeln, ne, war ja nichts. Genau, strengstens untersagt, das Schild ist das, was da steht. Also was Stefan vielleicht gezeigt hat. Genau, hinterm Auto ist das. Also da steht nicht irgendwas anderes, da steht nur das drauf. Deshalb hoffen wir, dass wir hier stehen können. Was wir auch hoffen, also 27 Kilometer klare Sicht soll es heute bleiben. Wir sind gespannt, es könnte ja heute Nacht nochmal Polarlichter gehen. Die werden wir aber nicht in diesem Video zeigen, sondern wenn, startet damit morgen, also das nächste Video startet damit den Polarlichtern, wenn wir welche sehen. Wir machen uns aber da keinen Stress, weil wir haben sie wirklich gestern gesehen, ihr habt sie im letzten Video gesehen, das war Hammer. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit zu gering ist, werden wir auch schlafen. So, Feierabend, genau. So ist es einfach. Also das schauen wir uns an, dafür haben wir eine App. So, aber das soll es gewesen sein. Wir haben uns eine Schlossruine angeschaut. Wir waren an tollen Klippen. Also jetzt sind wir die ganze Zeit immer an der Ostküste lang gefahren. Auf der A9, richtig coole Strecke. Gehört ja auch noch zur North Coast 500. Ja, das ist wirklich schön. Das ja, ist sehr, sehr schön. Damit soll es dieses Video einfach gewesen sein. Es ist wieder so viel Material gewesen. Das muss gesichert, gesichtet und fertig gemacht werden. In diesem Sinne. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder. Vielleicht mit Polarlichter. Ja, mal gucken. Auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Achso, jetzt kriegt ihr nochmal eine schöne Bildübersicht von diesem Platz. Ja, also das lohnt sich, dranbleiben. Es lohnt sich immer bis zum letzten dran zu bleiben und dann das nächste Video zu schauen. Das wäre echt cool von euch.